Hallo, guten Tag, dobrodošli u novu video lekciju, ovoga puta bez uvoda. Nosim neki komentara iz prošle video lekcije, sam zaključio da možda treba malo da skratim uvod, tako da učimo slušajući rečenice nivoa 2B1. Krećemo odmah. Broj 1. Ich habe einen Termin mit einer Schülerin vereinbart. Ich habe einen Termin mit einer Schülerin vereinbart. Što to znači? Ja sam jedan termin, sastanak, sa jednom učenicom dogovorila. Znači imamo taj glagol vereinbaren. Vereinbaren, znači dogovoriti, zakazati. Vereinbaren, einen Termin vereinbaren, zakazati sastanak. Ovdje smo u prošlom vremenu, znači i habe, koga šta akuzativ muškog roda, einen Termin, mit plus dativ ženskog roda, mit einer Schülerin i glagol na kraju vereinbart. Znači on je vereinbaren, ovo ver je prefiks koji se ne razdvaja i ne prima g ispred. Tako. Znači ne kažemo g vereinbart, nego vereinbart. Also, ich habe einen Termin mit einer Schülerin vereinbart. Gestern hatte ich einen Deutschunterricht. Gestern hatte ich einen Deutschunterricht. Also, juče sam imao čas nemačkog. Der Unterricht muškog roda. Was hattest du, šta si imao, akuzativ? Einen Unterricht. I ovdje imamo pretrit od glagola haben. Ich habe, ja imam. Ich hatte, imao sam. Was hattest du, šta si imao? Ich hatte gestern einen Deutschunterricht. Leider musste ich die Unterrichtsstunde absagen. Okay. Also, leider musste ich die Unterrichtsstunde absagen. Absagen je otkazati. Also, nažalost, morao sam, modalni glagol, u prošlom vremenu pretrit, musste ich die Unterrichtsstunde oder den Unterricht absagen. Znači, na kraju ide glagol u infinitivu, zato što je ovdje modal na drugom mjestu. Leider musste ich die Unterrichtsstunde absagen. Absagen. Znači, gore smo imali vereinbaren, zakazati, absagen, otkazati. Leider musste ich die Unterrichtsstunde absagen. A ova druga varijanta je leider musste ich die Unterrichtsstunde auf morgen verschieben. Leider musste ich die Unterrichtsstunde auf morgen verschieben. Znači opet imamo musste ich, sam morao da taj čas za sutra verschieben odgoditi, pomeriti za neki drugi dan. Leider musste ich die Unterrichtsstunde oder den Unterricht oder die Stunde auf morgen verschieben. Verschieben, verschieben. Dakle, vereinbaren, verschieben, absagen. Oni idu zajedno, ih zapišemo ovdje sve odjednom. Znači, prvo zakažemo, vereinbaren, onda verschieben, odgodimo, a ako nikako ne možemo da stignemo, onda absagen, otkažemo. Znači, vereinbaren, zakazati, verschieben, pomeriti, absagen, otkazati. Okay. Mir ist etwas dazwischen gekommen. Mir ist etwas dazwischen gekommen. Mi bi možda rekli, umeđu vremenu mi je nešto iskrslo. Dazwischen ist mir etwas gekommen. Mi je nešto došlo. Odnosno nešto drugo se pojavilo i zato sam morao da absagen, da verschieben.
Also ich musste den Unterricht verschieben, weil mir etwas dazwischen gekommen ist. Oder ich musste den Termin absagen, weil mir etwas dazwischen gekommen ist. Natürlich ne stignemo negde, gde trebalo da se pojavimo, kažemo entschuldigung, mir ist etwas dazwischen gekommen. Mir ist etwas dazwischen gekommen. Okay? Zum Beispiel, šta je moglo da se desi? Mein Chef hat mich gebeten, etwas länger zu arbeiten. Mein Chef hat mich gebeten, etwas länger zu arbeiten. Dakle, ovdje imamo glagol bitten, zamoliti. Mein Chef hat mich gebeten, zamolio me, etwas länger zu arbeiten, da radim duže. Ili zwingen. Natera me. Mein Chef hat mich gezwungen, gebeten. Er hat mich gebeten, zuerst gebeten und dann gezwungen, etwas länger zu arbeiten. Er hat mich gebeten, etwas länger zu arbeiten. Okay. Ich musste Überstunden machen. Ich musste Überstunden machen. Dakle, morao sam da radim Überstunden, prekovremeno. Ich musste Überstunden machen. Er hat mich gezwungen, Überstunden zu machen. Natürlich. Da radim prekovremeno. Er hat mich gezwungen oder gebeten. Amortize molio. Überstunden zu machen. Ich bin krank geworden. Ich bin krank geworden. Und ich hatte starke Kopfschmerzen und ich musste im Bett bleiben. Ich bin krank geworden. Razbolel sam se. Dakle, glagol werden, postati. U perfektu, znači ich bin geworden. Postao sam bolestan, razbolel sam se. Ich bin krank geworden. Ich hatte starke Kopfschmerzen. Imao sam jaku glavobolju. Ich hatte starke Kopfschmerzen. Und ich musste im Bett bleiben. I morao sam da ostanem u krevetu. Ich musste, prošlo vreme, ich musste, preterit, im Bett bleiben. Ostati. Oder ich musste mich hinlegen. Ich musste mich hinlegen. Morao sam da legnem. Ich musste mich hinlegen. Also, ich bin krank geworden, ich hatte starke Kopfschmerzen, ich musste mich hinlegen, ich musste im Bett bleiben. Heute habe ich keine gute Internetverbindung. Heute habe ich keine gute Internetverbindung. Danas nemam dobru vezu. Dobar Internet. Heute habe ich keine gute Internetverbindung. Vezu. Verbinden, povezati. Die Verbindung, vezu. Ich habe keine gute Internetverbindung. Ich habe vergessen, die Internetrechnung zu begleichen. Ich habe vergessen, die Internetrechnung zu begleichen, zu bezahlen. Ich habe vergessen, ja sam zaboravio, prošlo vreme. Ich habe vergessen, Internetračun da platim. Drugi način. Da kažemo bezahlen, smo se naučili, zahlen, bezahlen, možemo reći die Rechnung begleichen. Die Rechnung begleichen bedeutet die Rechnung bezahlen. Platit die Rechnung begleichen. Also, ich habe vergessen, die Internetrechnung zu bezahlen oder ich habe vergessen, die Internetrechnung zu begleichen. Ich musste dringend zur Post
um diese Rechnung zu bezahlen, in diesem Fall um diese Rechnung zu ausgleichen. Czy begleichen, die Rechnung begleichen je, da kažemo, platiti u tom smislu, ausgleichen, bukvalno izravnati. Neku fläche ausgleichen je izravnati neku površinu, a mi kažemo poravnati, da dovedemo do nule. Znači, bio sam u minusu i onda sam moj račun platio, znači, ich musste die Rechnung ausgleichen. Moram sam da izravnam račun, da dođem do nula, da bi imao internet. Ich musste dringend zur Post, morao sam hitno u poštu. Ich musste dringend zur Post, die Rechnung zu bezahlen, odnosno, die Rechnung ausgleichen zu können. Die Rechnung ausgleichen zu können. Begleichen und ausgleichen. Heute habe ich die Unterrichtsstunde um 14 Uhr in der Stunde und die Deutschkurs um 14 Uhr gehe ich online. Heute habe ich die Unterrichtsstunde, dann ist immer Час um 14 Uhr gehe ich online. Und war zum online. Um 14 Uhr gehe ich online. Sie haben mal eine nächste drugačije, telefonski razgovor. Hallo, wie geht es dir? Hallo, wie geht es dir? Kako si? Ich muss dir unbedingt etwas erzählen. Ich muss dir unbedingt etwas erzählen. Znači, moram ti obavezno nešto ispričati. Unbedingt. Obavezno, po svaku cenu. Ich muss dir unbedingt etwas erzählen. Heute, während ich auf den Bus gewartet habe, ist mir ein netter junger Mann aufgefallen. Heute, während ich auf den Bus gewartet habe, ist mir ein netter junger Mann aufgefallen. Danas dok sam čekala autobus, primetila sam u pomije oči jedan mladi čovjek. Znači, auffallen je kao primetiti, upasti u oči. Ide sa glagolom sein u perfektu, dakle, ist mir aufgefallen. Liči na sviđati se, ali kada kažemo on mi se svideo, ćemo reći hat mir gefallen. To znači on mi se dopao, ide sa haben. Hat mir gefallen, a ist mir aufgefallen, primetila sam ga, odnosno upao mi u oči. Zuerst ist mir aufgefallen und dann hat mir gefallen. Ist mir aufgefallen, znači primetila sam ga. Hat mir gefallen, dopao mi se. I upratite pažnju na ovu konstrukciju sa während. Znači, während je zavisna rečenica, glagol na kraju, zarez i ova glavna počinje sa glagolom. Znači, während ich auf dem Bus gewartet habe, ist mir ein netter junger Mann aufgefallen. Auch schien nicht ganz abgeneigt zu sein. Auch schien nicht abgeneigt zu sein. Ich würde scheinen, činiti se izgledati. Ovde sam malo preterito smo ovde. Znači, schien nicht ganz abgeneigt zu sein. I on nije izgledao, da kažemo, abgeneigt, u smislu nezainteresovano. Nije izgledao nezainteresovano. Auch schien nicht ganz abgeneigt zu sein. Sijati, ali činiti se. Sah mich ständig an. Ließ die Augen nicht von mir. Sah mich ständig an. Ließ die Augen nicht von mir. Znači, die Augen von jemandem lassen, znači, bukvalno ne spuštati nekog iz vida. Sah mich ständig an, stalno me je gledao i nije me, da kažemo, ispuštao iz vida. Ließ die Augen nicht von mir. Lassen, ließ, ansehen, sah an. Znači, preteriti, nepravilni glagoli. Ansehen. I las. Sah mich ständig an und ließ die Augen nicht von mir. Näherte sich. Auf einmal sprach mich an.
Er näherte sich, auf einmal sprach er mich an. On se približio meni, znači sich nähern. Približiti se. Er näherte sich, preterit, približio se. I odjednom sprach er mich an, obratio mi se. Znači, jemanden ansprechen, nekom se obratiti. Er näherte sich und auf einmal sprach er mich an. Er fragte nach meinem Namen. Er fragte nach, znači frage nach, pitati za nešto, pitao me za ime. Er fragte nach dativ, znači meinem Namen, in Deklinatio Namen dobilo na. Er fragte nach meinem Namen. Pitao me za ime. Du weißt, ich bin ein bisschen schüchtern und zurückhaltend, aber ich habe mich wohl gefühlt und ihm meinen Namen gesagt. Du weißt ja, ich bin ein bisschen schüchtern und zurückhaltend, aber ich habe mich wohl gefühlt und ich habe ihm meinen Namen gesagt. Dakle, ti znaš da sam ja malo stidljiva i povučena, ali sam se dobro osjećala i dala sam mu svoje ime, sorry, rekla sam mu svoje ime. Znači, schüchtern, stidljiv, zurückhaltend, povučen. Du weißt, ich bin ein bisschen schüchtern, zurückhaltend, aber ich habe mich wohl gefühlt, osjetila sam se dobro i ich habe ihm, ja sam njemu, koga šta, meinen Namen gesagt. Wir haben uns unterhalten, bis mein Bus ankam. Wir haben uns unterhalten, bis mein Bus ankam. Razgovarali smo dok nije stigao moj autobus. Ankommen, stići. Preterit. Schnell fragte er nach meiner Telefonnummer. Schnell fragte er nach, opet imamo frage nach, meiner Dativ. Telefonnummer. Brzo me pitao za broj telefona. Schnell fragte er nach meiner Telefonnummer. Ich habe ihm die Nummer gerne gegeben. Ich habe ihm die Nummer gerne gegeben. Er hat mich leider noch nicht angerufen, aber ich denke, er wird es bald tun. Er hat mich leider noch nicht angerufen, aber ich denke, er wird es bald tun. Dakle, još uvijek me nije pozvao, ali ja mislim da će on to uskoro učiniti. Perfekat. Er hat mich leider noch nicht angerufen. Aber ich denke, i futur, er wird es bald tun. On će to brzo uraditi. Glagol werden plus infinitiv. Er wird es bald tun. Was denkst du darüber? Šta ti misliš o tome? Was denkst du darüber? Ist es dir schon mal passiert? Ist es dir schon mal passiert? Da li se tebi to nekad desilo? Passieren, ide se sein u prošlom vremenu. Ist es dir schon mal passiert? Ok, das ist alles für heute. Vidimo se u narednoj video lekciji. Naravno, ako vam se svidjelo, pritisnite like i subscribe i vidimo se u nekoj od sljedećih čusa.